Hallo und herzlich willkommen zur 102. Folge von Forza Horizon 4 und heute fahre ich mein Startauto aus Forza Horizon 3, den 2014er BMW M4 und ich laber nicht lange um den heißen Brei, es geht direkt auf die Teststrecke. Die beste Rundenzeit vom M4 war eine 2 Minuten 50,318. Eine Zeit, die mich erstaunt, denn das ist natürlich schneller als der Alfa Romeo 8C, aber langsamer, deutlich langsamer, ungefähr 3 Sekunden, als der Ferrari 360 Challenge Stradale. Obwohl der BMW laut Leistungsindex schneller sein sollte. Oder eine höhere Punkte hat. Hat mehr Leistung als der Ferrari, natürlich auch mehr Gewicht. Aber doch ein viel moderneres Auto. Was der Ferrari trotzdem eine 2,47er Zeit gefahren ist und der ja nur eine 2,50er. So schon. Hätte ich nicht mitgerechnet. Ich dachte, der BMW wäre sogar schneller als der Ferrari gewesen. Okay. Ja, aber gut zu wissen. Genau für sowas ist die Strecke halt da. Und halt auf dieser Strecke ist halt offiziell der M4 langsamer als ein 360 Challenge Stradale. Ich werde ihn sicherlich auch nicht schneller machen. Nicht in der Rundenzeit, aber in der Beschleunigung. Denn da, ich meine, so ein M4 ist ja ganz schön und gut. Aber mit den Motorstops habe ich da schon mal das ein oder andere entdeckt. Da können wir einbauen einen 4 Liter großen V8 Motor aus dem Vorgänger, den M3E290. Wäre schon mal ganz cool, ein Saugmotor. Was aber auch noch geht, ist das hier. Ein Röpser, ja, ein 5 Liter großer V10 Saugmotor. Den man vielleicht kennen sollte aus dem BMW M6 oder M5, also quasi E60 und E63, die V10-Ära, ne? M5 oder M6 G-Power, sollte vielleicht der eine oder andere kennen. Deswegen, der Motor, der ist schon vom Sound her ganz in Ordnung,
Den ballern wir den mal rein. Natürlich hat er auch ein Liberty Walk Kit als White Buddy. Aber ich finde, das braucht er viel gar nicht. Also der sieht so schon ziemlich bullig aus, finde ich. Auch die Farbe. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber dieses so goldgelb, das sieht sehr geil aus. Was ich vor allem gut finde, es ist noch der erste M4. Mittlerweile gab es ja auch schon seit längerem ein Facelift, ich glaube 2016 oder 2017 war das, wo der normale M4 die Rückleuchten vom M4 GTS bekommen hat. Und die finde ich scheiße. Ich finde die normalen Rückleuchten einfach besser. Liberty Walk Kit nicht. Ja, wir könnten sogar Turbo, ne, und Zentrifugaler da einbauen. Machen wir. Lassen ihn heute mal freisaugend. Hier wird es bestimmt noch den Liberty Walk Spoiler. Den ich aber selbst an dem Liberty Walk Bodykit nicht ranmachen würde, weil ich meine, von der Seite guck ich das mal an. Ne. Sieht scheiße aus. Ich finde, der M4, der kann ruhig einen Spoiler vertragen, aber nicht so einen. Also der M4 GTS Spoiler ist schon so ganz in Ordnung, geht so in die Richtung. Aber ein bisschen was anderes wäre trotzdem nicht schlecht. So, dann Reifen. Okay, da hat er serienmäßig Sportreifen verbaut, die an sich auch, muss ich sagen, ganz in Ordnung waren. Die Serienfelgen lasse ich auch drauf. Ich finde die extrem schön. Ich finde, die könnten sogar noch einen Zoll größer. Auf 21 Zöller. Achso, die brauche ich ja schon, genau. Aber Reifenbreite. Haben wir die gleiche Reifenbreite hinten wie der TVR. Nur dass der TVR 400 Kilo weniger wiegt. Und nochmal 70 PS mehr hat. Auch Ärger kriegt die breiten Schlatten. 3,5er. Kann man machen auf dem M4. Und vorne machen wir. Ja, das geht in Ordnung. Ist jetzt nicht so krass. Durch schnellere Schaltzeiten immer gern. Und Getriebe sowieso. Wir haben jetzt auch schon mittlerweile 8,0 Geschwindigkeit, nur durch den Motorumbau. Ist auch jetzt nicht verkehrt. Bremsen würde ich auch gar nicht ändern, weil die Bremssättel von BMW, die sehen halt schon ziemlich geil aus. Ich meine, den M4 kann man auch mit Carbon-Keramik-Bremsen bestellen. Ist halt optional. Genau wie das 7-Gang DKG. Serienmäßig war der M4 ein Handschalter. Mit dem Facelift glaube ich nicht mehr. Ich denke mal. Ich kann mir denken, dass sogar die meisten den M4 einfach mit DKG genommen haben. Weil es auch für die, wenn der Motor geil ist. Aber die muss auf jeden Fall. Der Bus. Und ein bisschen weniger Gewicht. Also um die 1,6 Tonnen ist jetzt nicht gerade leicht. Der wiegt, glaube ich, ein. Glaube ich jetzt. Von dem Gewicht her ähnlich wie ein R8. Und der hat nochmal einen etwas größeren Motor und Allrad. Machen wir mal. Ich würde gerne so 1520 Kilo, würde ich gerne wiegen. Aber mehr Gewicht kriegen wir jetzt auch wieder rein. Ich einfach Teile anbauen, die einfach schwer sind. Wie zum Beispiel Kühlung. Wieder schön Gewicht drauf. Also über 1,5 Tonnen finde ich auf jeden Fall in Ordnung. Gibt es noch was, wo der Wagen schwerer wird? Natürlich mehr Hubraum, oder? Wir sagen bei mehr Hubraum schwerer. Ne, bleibt sogar gleich. Könnten aber hochbauen von 5 Liter auf 5,4. Okay, achso, für das Wagen sicherlich nicht schwerer. Okay, Zündung macht kein Gewicht. Oh ja, 10 Kilo. Das ist halt auch Auspuffanlage. Sondern Gewicht, ne? Das ist schon. Solange Gewicht verliert, das ist echt nicht mehr lustig. Ich finde die Wagen auch gar nicht mal. Obwohl. Es ist halt so ein bisschen unrealistisch leicht für den Wagen. Ich hatte eine bessere Idee. Mach die schweren Teile wieder raus. Ah, jetzt kommt hier, ne? Mathe-Genie Fabian. Mache ich die hier rein. Darf aber sehr leichte Teile einbauen, wodurch ich wieder Gewicht verliere. Zum Beispiel das hier. Die wird aber jetzt nicht so viel Leistung bekommen, also. Das hat der Wagen eigentlich auch überhaupt nicht nötig, wie ich finde. Ein Kilo ist ja lame. Jetzt sind die Zahlen vergessen. Wieder ein Kilo. Nockenwellen. Noch höher drehen, aua. Das lassen wir mal, glaube ich. Was wir auch einbußen mussten durch den Motor war Drehmoment. Ich meine, klar, Sockmotor und Twin Turbo. Oder hat er das Ding überhaupt einen Twin Turbo oder hat das nur einen Twin Scroll Turbo Lader? Das ist die Frage. Machen wir so: 398 kW, 554 Newtonmeter auf 1535 Kilo.
Das sind ungefähr 540 PS. Ganz grob gesagt. Kann man damit leben? Ich denke doch. Dombo kostet auch ein bisschen was. Und ich kann einmal gerade gucken, wo mein. Ups, wo mein Handy ist. Ah, in meiner Tasche. Meine Hosentasche. So, mal gucken, was 398 kW denn ausgerechnet sind. Na, ich war gut. 541 PS. Jetzt mal 1,... Ja. Eignen wir uns auf rund 540 PS. Ich will farbentechnisch nichts ändern. Auch Felgenfarbe bleibt. Das kann man auch so, denke ich mal, machen. Natürlich ist es dunkel, dass man von dem Wagen sehr viel sieht. Es geht ja auch natürlich mehr ums Hören statt ums Sehen. Deswegen lausche auf. Kann man machen, ne? Erstmal Unfall bauen. Genau. Genau so fährt ein BMW Vierfahrer los. Route wird neu berechnet. Oh yes. In 100 Metern Bad Sound. Links abbiegen. Kreisverkehr, ne? Also, okay, sehr kleiner. Luften ist hier nicht so gut möglich. Ja, ich meine, so mit der Drehzahl durch den Ort fahren und die Uhrzeit. Das finde ich für die Anwohner sehr angenehm. Du hast dein Ziel erreicht. Ich meine, es ist irgendwie natürlich sinnlos, dass der Umbau geht. Weil in Reihe 5 ist ja ganz verschiedene Baureihen. Aber ich finde es trotzdem cool, dass man in Reihe 5 oder reinbauen kann. Was ich aber, glaube ich, weniger cool finde. Ich meine beim M5F. Was ist der F80? Das ist der aktuelle M5, der mit Fortune Island reinkam. Bei denen gibt es zum Beispiel, glaube ich, auch einen V10, aber von Lamborghini, Schrägstrich Audi. Da gibt es den V10 vom M5 oder M6, von den älteren Generationen nicht. Das finde ich da ein bisschen komisch. Warum sollte ich hier einen BMW, einen Lambo V10 einbauen können, wenn ich auch einen BMW V10 einbauen könnte? Das ist für mich irgendwie so ein bisschen. Ergibt für mich keinen Sinn. Oh, tief muss der auch immer, meine Güte. Ist heute wieder Bus-Modus-Tag? Glaube ich eigentlich wie jeden Tag, ne? Leider haben hier so viele Autos im Bus-Modus drin, das geht ja gar nicht. Passt dann auch alles Mögliche drunter. Das muss ich natürlich immer, wenn es geht, ändern. Ich will keinen Bus fahren, ich will einen Sportwagen fahren. Aber zählt ein M4 eigentlich zur Kategorie Sportwagen? Ich glaube an sich generell BMW 3 und 4 sind doch eigentlich Mittelklasse-Autos, oder? Das war so ganz dumm gefragt. Und von daher ist halt auch die Top-Variante immer noch kein Sportwagen. Genauso jetzt beispielsweise, wo es klar ist, jetzt ein Audi A6, ein Kombi. Aber ein Audi RS6 ist kein Sportwagen, nur weil er mehr PS hat. Ist immer noch ein Kombi. So, ich gehe mal kurz hier auf Wikipedia an meinem PC. Muss ich dafür leicht umdrehen. Ich hoffe, ihr könnt mich noch so halbwegs verstehen. So, BMW M4. Zack. Ja, Mittelklasse. Nix Sportwagen. Würde der M4 als eigenes Modell rauskommen, wäre es vielleicht ein Sportwagen. Aber da es ja zur BMW 4er-Reihe gehört und der 4er ein Mittelklasse-Fahrzeug ist auch der M4 ein Mittelklasse-Auto und kein Sportwagen. Den dann in Elva, der ist ein Sportwagen. Egal welche Motorisierung. So, das geklärt. Was ich mal kurz machen wollte. Nein, da wollte ich. Achso, habe ich noch.
Ah, genau, ich wollte den Busmodus wieder rausmachen. Aber wirklich hoch liegt er jetzt auch nicht. Also ist schon, kann ich mit leben. Würde ich mal ganz kurz auf die Autobahn. So, damit die Zeit nicht so schnell vergeht. Natürlich wird der Wagen auch ein Rennen heute noch bestehen. Es wird doch wieder Tag, das ist einerseits gut. Jetzt ist die Autobahn ziemlich schlecht, weil wieder Verkehr kommt, aber egal. Boah, sieht brutal aus, M4, muss ich sagen. Also die Fahrzeughöhe ist jetzt ist angemessen. Ah, Tunnel, jetzt Sound. Ups, das kann schon mal passieren. Der Trainer war gar kein Problem. War sowas von gar kein Problem. Und okay. Ich meine, für 540 PS läuft die Karre 340 Klamotten. Alter, scheiße. Oh, ja, aber die Kurvenlage, ja. Jetzt hier die Kurve auf Autobahn, die war nicht ganz so geil. Geiles Teil, Mann. Wenn das Ding ja auch mit B-Kompressor gehen würde. Quasi der G-Power. Was denn hier abgehen würde? Das Ding mit B-Kompressor. Das Ding der Motor aufgeladen. Denn generell 5 Liter kann man ja schon ordentlich Leistung rausholen. Ich denke mal natürlich, je nach Motor kann man mal 5 Liter als Saugerstunde 600 PS hinkriegen. Na, auf jeden Fall locker. Stimmt ja richtig locker. Ich hab mal hier. Wenn man denkt, dass auch Porsche mit einem 4,6 Liter Motor 608 PS schafft. Oder Ferrari im 458 Speciale 4,5 Liter 605 PS. Der hier hat 5 Liter, so einen halben Liter mehr. Da müsstest du auch mit 5 Liter 650 PS. Jetzt vielleicht nicht ganz so easy für den Serienwagen, aber da kriegt man den. So, ich habe doch hier auch was Eigenes erstellt, oder? Achso, ja gut, ich weiß natürlich nicht, welche Strecke. Ich meine, ich habe hier wieder mehrere erstellt, deswegen nehme ich einfach mal das erste hier. Wir fahren heute mal Super Saloons. Welche meiner schönen Strecke nehme ich denn? Wir haben einmal diese zur Auswahl. Eine gute Geraden und dann hier nicht viele Kurven. Kurvas. Ich sag mal FSK 007. Ja. Was soll uns, 3 Runden mache ich bestimmt. Oder mache ich 4? Oder 6? Okay, nicht. Mache ich 4 Runden, Herbst. Passt soweit. Regen, tut mir leid. Der muss halt leider draußen bleiben. Schön eine Infinity da auf dem Bild. Auch ein geiles Auto, der für 50 Euro Rouge. Der leider, so wie ich weiß, nur sie niemals zu unserer Serie kam. Das ist echt geil gewesen. Was ist ein Teil der M4? Das ist einfach ein fettes Auto. Ich glaube leider auch nicht gerade so günstig. Ich weiß nicht, wo der anfängt, 75.000 oder so. Ich weiß es nicht. Geht sogar noch. PGTS, die sich auch ziemlich anders anhört. Ey, Baustelle. Bausteher. Da gewöhnen wir an die Leistung. Wir haben jetzt ja 110 PS mehr als Serie. Aber dafür nicht viel mehr Drehmoment.
findet man, hat er bei der Rundenzeit von meinem 4 auch gemerkt. Okay, also noch so. Das war ein Drehmoment halt. Ich glaube, mein erster Plus hat 560 Newtonmeter. Und der Wagen sie eben 550. Das ist schon bei nur 10 Newtonmeter weniger. Das ist schon ordentlich. Und wir jetzt ein GT3 sowieso. Der hat, glaube ich, nur 460 oder 480 Newtonmeter. Ah, vielleicht doch dann Reifen. Egal. Aber es ist immer nur noch ein M4 und kein M4 GTS oder nicht kein Track-Toy. Ist einfach nur ein Coupé mit viel Leistung. Oh, die Kurve, die ist doch assi. Die habe ich doch immer extra assi gemacht. Aber genau deswegen auch. Dass die früher in die Eisen gehen. Okay. Sogar Bremsen könnten für meinen Geschmack noch ein bisschen besser zugreifen. Okay. Sollte nicht in den vierten Gang schalten. Dann kann ich sogar nicht mehr ausfahren, denke ich mal. Ach, keiner drückt noch. Aber marschieren tut er ja. 250, kein Problem. Alles klar. Natürlich meine Anziehung zu Zäunen ist natürlich weltweit bekannt. Das steckt auch gerade bei BMWs sehr stark ausgeprägt zu sein. Alter, was ist denn los? Auf jeder weiß natürlich, ein Ford Mustang zieht natürlich auch gerne Menschenmengen an. Das ist aber echt so. Holt. Lusche. Was denn hier vorne noch Schönes? Was ist denn? Hast du nicht gesehen, war das schon RS5 oder so? Natürlich, Allrad ist bei der Strecke auch nicht gerade unvorteilhaft. Aber brauche ich nicht. Aber ich fahre doch gerade wie ein typischer BMW-Fahrer. Nämlich scheiße. Ich hätte nichts generell gegen BMW-Fahrer, aber. Bei der Fahrradfehler wirklich kacke. Das sind bei anderen Automarken teilweise auch nicht besser. Weil die Fahrer hinter den Automarken. Da können natürlich die Autos nicht unbedingt was für. Das Image der Marke kann vielleicht ein bisschen was dafür. Oder welche Klischees. Wie sie alle Türken irgendwie in AMG fahren oder so. Wer muss die Zäune mitnehmen? Geht doch nicht mehr. Okay, jetzt habe ich ein Audi überholt. Das gerade richtig sehe. Aber wir sehen uns wieder, mein Freund. Aber ob ich vor dir bin, weiß ich nicht. Ob ich dann am Baum hänge oder. Ich muss mal sagen, die Kurvenlage hat sich nicht wirklich verbessert. Ich finde. Auf der Strecke konnte ich den Wagen relativ gut einschätzen, was auch die Bremspunkte zum Beispiel angeht. Ja, Deutsch ist schwer, ich weiß. Das war da nicht so einfach einzuschätzen. Ziemlich einfach eigentlich. Weil ich mit dem Wagen leider auch 10 Runden fahren musste.
nicht, weil ich es wollte, weil mir die andere Zeit zu scheiße war, ist einfach das Spiel abgeschmiert werden lassen. Oder die ganze Konsole. Ich war aufgenommen, ich war in der fünften Runde und auf einmal Xbox ausgegangen. Warum auch immer. Alter. Was ist denn los jetzt hier? Ich glaube, das ist ein RS-Wind, oder? Weiß nicht. Viele waren vor mir leider nicht so schön. Boah. Da war auch Rennreifen, ne? Bremsen, die gehen ja gar nicht. Da müsste, glaube ich, ein RS4 Avant sein. Zahlrad hat, aber Beschleunigung sich mal hinten anstellen muss. Ja, 270, ey. Nicht schlecht. Das Baustelle ist auch furchtbar hier. Wir kommen schon wieder Baustelle. Eine Strecke auch, glaube ich, vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal gefahren. Vielleicht sogar im Let's Play. Weiß ich gar nicht mehr. Da war hier auch Baustelle. Wie läuft das denn hier Baustelle, ey? Kommt mir noch ein wenig komisch vor. Ah, schon besser die Runde. Oh Gott, da ist der Bordstein. Ja, ciao. Ja, die ganzen langsamen Kurven, die mag der Wagen überhaupt nicht. Auch generell jetzt Kurven. Wir sind irgendwie einfach nicht gebaut. Auch nicht mit dem Motorsport. Na komm. Ein bisschen durchdrehen darfst du, aber nicht zu viel, ne? Das muss ich an Grenzen halten. Genau wie meine Inkompetenz. Uns hat verschlechtert, aber ist mir egal. Da war stylisch ins Ziel gefahren. Wenn auch nicht ganz gedriftet. Genau, RS4 war das und RS5. Wusste ich's doch. Dann Jaguar XE auf S1. Ob der da so gut ist, weiß ich nicht. 60 ist mitgefahren, hat er verbessert. Vom letzten Nissan Sentra. Schade. Die Frage, wurde der Nissan Sentra umgebaut? Weil der serienmäßig Frontantrieb. Ich weiß jetzt nicht, ob eine Limousine mit Frontantrieb auf S1 eine gute Idee ist. Ich hoffe, er hat umgebaut. Weil das ist wirklich... Aua. S1 Frontantrieb, eine Limousine. Generell S1 Frontantrieb, egal ob Limousine oder Coupé oder irgendwas oder Kombi oder whatever. Generell das Frontantrieb, glaube ich, nicht so die beste Idee. Was immer eine gute Idee ist, ist die Folge zu beenden. Dann das war's für heute schon wieder. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal in einem weiteren neuen Auto. Wahrscheinlich wird es der Lancia Fulvia, das kann ich schon mal sagen. Also mit zu 99%. Also bis dann und tschüss!